Und weiter geht's. Jetzt rein in die Pyramide. Für die letzten Münzen, die wir brauchen. Ja, Pyramide fand ich eigentlich gar nicht so schlimm. Aber es kann sein, das weiß ich eben nicht mehr genau, dass da einige Münzen nicht so einfach zu bekommen sind. Und deshalb habe ich ja versucht, meinen kleinen Puffer anzulegen. Ich sehe nichts. Wo ist jetzt der Goomba da? Kleinvieh macht auch Mist. Als nächstes Level folgt dann übrigens die wilde Wasserwerft. Die mochte ich ja eigentlich ganz gern. Da habe ich nur das Problem, dass ich dann noch nicht genau weiß, bei welcher Mission ich einsteigen sollte. Denn, oh, blau, ganz wichtig. Da ich nicht weiß, ob ich die alle kriege und definitiv darauf angewiesen bin. Genau. Ja, bei der wilden Wasserwerft war ja diese Geschichte mit dem U-Boot. Wo ist denn... Hallo? Wo sind sie denn? Ach, da. Ja. Okay, nochmal. und ich weiß jetzt nicht genau, ob ich das U-Boot brauche, um die Münzen zu bekommen, oder ob es besser nicht da sein sollte. Hallo? Ach, verdammt, ich brauche... Nee, ich brauche schon alle, also... Warum habe ich mich denn da jetzt so angestellt? Spring halt einfach da drüber. So, also, geht doch. Goomba, 72 Münzen haben wir. Fehlt also noch ein bisschen was. 73. 74. Ja, das werde ich eventuell dann ausprobieren müssen in der wilden Wasserwerft. Grundsätzlich freue ich mich drauf. Ich mag das Level sehr gern. Sind da welche drin? Nein. Das ist echt der Hammer. Sonst wollte ich immer die Leben haben und habe ständig nur Münzen aus den Blöcken gekriegt. Und jetzt, wo ich die Münzen will, ist überall immer nur ein Leben drin. 16 Leben. Ja. Schön. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, wo es weitergeht. Ich glaube, ich muss da hinten lang. Ich weiß, dass weiter oben, da waren auf jeden Fall noch Münzen. Ich hoffe doch stark, dass wir es noch in dieser Folge in die wilde Wasserwerft schaffen. Ich glaube jetzt nicht, dass wir noch so lange brauchen, hier die 100 Münzen in der Wobbewabbawüste zu kriegen. Okay. Es geht schleppend voran, muss ich leider sagen. Ja gut, die brauche ich natürlich alle, da hilft alles nichts. Die Frage ist, komme ich da jetzt wieder zurück? Ja. Ich dachte schon, ich falle vielleicht runter. Das Leben lasse ich jetzt, glaube ich, mal Leben sein. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Dann war es am Ende ja gar nicht so schlimm. Also, gut, noch haben wir sie nicht. Ne? Moment, kurz an der Zigarette ziehen. So. Ich werde natürlich dann trotzdem wieder irgendwann sagen, ach, hätte ich doch draußen nur ein, zwei Münzen mehr geholt. Die Stelle kommt mit Sicherheit. Kann ich da weiter... Doch, da kann ich durchklettern, ja. Na. So, also da. Ich wollte gerade sagen, ein paar brauche ich jetzt schon noch, ne? Und jetzt kommt, glaube ich, die Stelle, wo ich gesagt habe, weiter oben sind noch welche. Das ist, glaube ich, jetzt hier bei diesem... Nein! Ach, Mensch. Nein! Mario, hör auf. Ach. Ja, dieser Sandstrom, da komme ich jetzt gerade nicht so richtig gut dagegen an. Aber hier hinten kann ich wieder raus. Moment. Ja, jetzt, ja. Okay, dann holen wir erstmal die und dann hangeln wir uns doch nochmal da lang. Wir haben es schon fast geschafft. 93.
Ich hatte schon gesehen, dass ich da zu weit rüberkomme, aber es war ganz schwierig, ihn da entlang zu lenken. 98, sehr schön. Noch zwei. Die sollten jetzt auch kein Problem sein. Ich muss natürlich darauf achten, dass die Hundertste wieder irgendwo ist, wo ich dann auch an den Stern rankomme. Das kennt ihr ja schon. Ist ein bisschen doof, gell? Wenn ich jetzt wirklich in jeder Folge immer wieder das Gleiche sage. Oh, es ist ganz wichtig, wir brauchen alle Gegner und ich speichere und wir müssen auf den 100. Stern achten, auf die 100. Münze achten. So. Ich laber immer den gleichen Scheiß. Da unten ist übrigens noch ein Block gewesen. Da wären wahrscheinlich auch noch welche drin gewesen. Das habe ich zu spät gesehen. Aber wir nehmen jetzt einfach die hier. Da ist sie, unsere 100. Und Mario ist nicht in der Lage, sie zu nehmen. Jetzt ja. Müssen wir erst wieder hochfahren. Yay! Ja. Sehr schön, das wäre geschafft. Nix wie raus hier. Wir haben den Keller abgearbeitet. Ach, ist das schön. So, und jetzt müssen wir zur Wilden Wasserwerft. Oder wir machen erst die 8 Münzen in dem Bowser-Level, ja. Level. Ich glaube, die machen wir zuerst. Der Reihenfolge nach wäre jetzt dann auch das Bowser-Level dran. Und ich bin ehrlich gesagt froh, wenn wir es hinter uns haben. Also machen wir erst das. Haben wir mal ein bisschen Abwechslung. Ja. Wir müssen ja gar nicht bis zu Bowser hin. Wir müssen nur die Münzen finden. Bringt uns die Mütze was? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Naja, sie kann ja nicht schaden. Ach, die Titanmütze. Was will ich denn mit der? Ich war jetzt der Meinung, das wäre die Tarnkappe. Oder schützt uns die Titanmütze vor dem... Die schützt uns vor dem Feuer. Okay, dann ist sie nicht so schlecht. Also hier brauchen wir jetzt natürlich keine 100 Münzen. Hier brauchen wir einfach nur die roten. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, ob es hier 100 Münzen gibt, ehrlich gesagt. Ich glaube fast nicht. Ich muss nur ein bisschen drauf schauen, dass ich da keine übersehe. Weil ich weiß jetzt auch nicht mehr im Detail, wo die ganzen roten Münzen waren. Ich glaube, die waren dann ziemlich auf einem Haufen. Also, da war irgendwo noch eine. So. Hier hinter irgend so einem Teil. Da oben. Genau. Ja, meinetwegen. Komm. Und ich habe immer gesagt, oh, das Level ist so schwer und ich will es endlich hinter mir haben. Nee, es ist eigentlich überhaupt nicht schwer. Es ist halt ein bisschen Übungssache. Da und da ist eine. So. Ich glaube, das andere Bowser-Level ist wesentlich schlimmer. Vier. Ui, jetzt bin ich da fast drüber gehüpft. So, jetzt muss ich da lang, das weiß ich. Das habe ich gesehen, da ist noch eine. Oh Gott. Ja. Ich versuche natürlich jetzt, wenn dein Leben drin ist, das zu kriegen, aber... Oh, es hat sogar geklappt. 18 Leben. Geil. So. Also die roten Münzen hier sind jetzt wirklich kein großes Problem, ne? Bis jetzt. Genau. Und hier sind dann die letzten. Oder sind auch noch jede Menge Leben?
Ja, wie gesagt, mit dem Leben mache ich da jetzt mal keine Experimente. Ich habe gesehen, da ist eine Münze. Oh, ist, ja, alles klar. Ich habe gedacht, ich lande da auf dem Absatz. Entschuldigung. Ich bringe mich da jetzt erstmal in Sicherheit und laufe dann unten rum. Hey! Also, andere Taktik. Da drauf. Ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Halt. Nein. So, jetzt hier drauf. Und jetzt darüber. 6. Ich dachte jetzt, dass hier noch mehr wären. Hallo? Was hat er denn jetzt gemacht? So ein Blödsinn, echt. Ah, vielleicht hätte ich da doch 100 gekriegt. Ach Mist. Muss man in den Bowser-Leveln auch 100 Münzen holen? Ich habe jetzt da viele liegen lassen. Ich könnte mir vorstellen, dass das sogar klappen könnte. Moment mal, aber ich bin doch jetzt schon fast... Da ist ja schon die Warp-Röhre. Wo habe ich denn jetzt die anderen Münzen übersehen? Ich habe jetzt irgendwo 2 rote Münzen übersehen. Da oben vielleicht. Da drüben ist noch eine. Aber fehlt mir immer noch eine. 7? Wo ist denn die letzte Münze, verdammt nochmal? Also hier können wir doch ein bisschen Leben einsammeln. Das ist ja schön. Ups. Ach, ist das jetzt ärgerlich. Wo ist denn da die letzte Münze? Darf ich das jetzt alles nochmal abgrasen? Da unten ist sie ganz am Anfang. Ich glaube, ich kotz. Ach, nö. Ah. Ja, bleibt mir jetzt aber nichts anderes übrig, ne? Scheiße. Ach, was mache ich denn? Ich weiß jetzt übrigens nicht, wie das beim Bowser-Level ist. Ich habe da nirgends diesen Schattenstern gesehen, den man für die 8 roten... Der dann für die 8 roten Münzen zum richtigen Stern wird. Taucht die, taucht der dann automatisch da auf, wo die letzte rote Münze eingesammelt ist? Oder ist der irgendwo anders? Puh. Das ärgert mich jetzt total, dass ich da gleich am Anfang... Ups. Gleich am Anfang eine Münze übersehen habe. Wo war die denn jetzt? Ganz am Anfang. Ja, tatsächlich. Oh, Mensch. Aber ich kann mich doch hier runterfallen lassen, oder? Tat weh, aber hat funktioniert. Aber ich sehe nichts. Okay. Da drüben ist sie. Oh, hoffentlich ist da noch wirklich der Stern hier in der Nähe. Oh, wie soll ich denn da rankommen? Hallo? Wie soll ich denn an die Münze rankommen? Hä? Ich meine... Ja, ich kann jetzt springen, aber... Der Stern ist jetzt ganz da oben. Ja, vielen Dank auch, aber ich bin tot. Wie soll ich an die Münze rankommen? Bewegt sich dieses ganze Teil vielleicht oder so? Kann ich da... Ist da was Unsichtbares? Kann ich da rüberlaufen? Nö. Hä? Also ich habe jetzt da kein großes Problem, mich wieder zu dem Stern nach oben durchzuarbeiten, aber wie soll ich denn die Münze kriegen? Ich habe ja keine... Wenn ich jetzt eine Federkappe hätte, okay, aber... Ich schaue das nach und werde euch das in der nächsten Folge präsentieren. Bis dann, tschüss!